Herzlich willkommen bei Wissen vor 8. Immer wieder ist die Rede vom Klimakiller CO2. Dieses Gas erwärmt unser Klima, doch es ist unsichtbar und deswegen haben viele kein Gefühl dafür. Oder wissen Sie, wie viel CO2 Ihr Auto ausstößt? Ein konkretes Beispiel. Stellen Sie sich vor, Sie fahren dieses Auto hier, ein Mittelklassewagen. Verbrauch 8 Liter Benzin pro 100 Kilometer. Wenn Sie damit einmal volltanken, passen 55 Liter Benzin in den Tank. Und da Benzin leichter ist als Wasser, sind das etwa 40 Kilogramm Benzin pro Tankvorgang. Und das passiert beim Verbrennen von Benzin. Der Kohlenstoff im Benzin verbindet sich mit dem Sauerstoff in der Luft, und zwar pro Kohlenstoffatom gibt es dann 2 Sauerstoffatome. Es bildet sich also CO2. Der Sauerstoff, hier blau dargestellt, wirkt zwar klein, ist aber schwer. Insgesamt wiegt ein solches CO2-Molekül etwa 3,6 mal so viel wie der reine Kohlenstoff. Also beim Verbrennen entsteht erheblich mehr CO2 als Benzin. Wenn man es mal vergleicht, 1 Kilo Benzin führt zu über 3 Kilo Kohlendioxid. Mit jeder Tankfüllung produziert unser Auto 150 Kilo CO2. Also wenn wir 9-mal voll tanken, produzieren wir genauso viel Kohlendioxid, wie das ganze Auto wiegt. Und wenn man sich jetzt klar macht, dass man im Jahr etwa 12.000 Kilometer fährt, das macht pro Jahr die Menge von 2 Autos an Kohlendioxid. Nun, den meisten von uns ist das wahrscheinlich nicht bewusst. Kohlendioxid kann man nicht sehen. Aber jetzt wissen Sie es.